Ich bin jetzt seit 2 Jahren bei der Kriminalpolizei. Begonnen habe ich meine Karriere mit der Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene. Ich habe mich dann für die Weiterbildung über den Diplomstudiengang entschieden, um Führungsaufgaben bei der Schutz- oder Kriminalpolizei übernehmen zu können. Für das Studium kann man sich mit Abitur oder Fachhochschulreife direkt bewerben. Polizeibeamte der 2. Qualifikationsebene können sich mit und ohne höheren Schulabschluss qualifizieren. Dafür müssen sie aber überdurchschnittliche Leistungen vorweisen. Ich selbst habe an der Fachhochschule der Bayerischen Polizei in Fürstenfeldbruck studiert. Es gibt noch einen 2. Studienort in Sulzbach-Rosenberg. Die Zuteilung der Studienplätze erfolgt, wenn möglich, heimatnah. Beide Studienorte haben einen wunderschönen Campus, wo man auch ein großes Sportangebot nutzen kann. Das Wichtigste im Studium war, dass ich neue Freunde kennengelernt habe. Wir haben zum einen in der Gruppe zusammen gelernt, aber auch in der Freizeit viel miteinander unternommen. Das ist einer der Vorteile, wenn alle zusammen auf dem Campus wohnen. Und davon abgesehen war es natürlich super, während dem Studium Gehalt zu bekommen. Als bereits ausgebildeter Polizeibeamter habe ich insgesamt 2 Jahre studiert. Abiturienten, die direkt einsteigen wollen, studieren 1 Jahr länger. Auf dem Stundenplan stehen für alle abwechselnd theoretische und praktische Inhalte. Das Tolle ist, dass ich auch weiterhin viele Möglichkeiten habe. Ich könnte mich für ein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei qualifizieren und dann in die 4. Qualifikationsebene, die Führungsspitze der Bayerischen Polizei, aufsteigen. Vielleicht werde ich dann auch mal Leiter der Kriminalpolizei wie mein Chef hier neben mir. Mein Einstieg bei der Polizei begann als Polizeipraktikant. Da habe ich gewusst, da bin ich richtig, da will ich hin. Nach der Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei und einem Fachhochschulstudium wurde ich Kommissar. Dank konstant hoher Leistung bekam ich die Möglichkeit, in die 4. Qualifikationsebene aufzusteigen. Ich studierte 2 Jahre an der Polizeiführungsakademie, der heutigen Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Sie ist deutschlandweit die einzige Hochschule der Polizei. Hier erreicht man den Master im Polizeimanagement und kann sogar promovieren. Durch das Studium erwirbt man die Kompetenzen zur Führung größerer Polizeidienststellen und Einheiten. Auch die Leitung eines Großeinsatzes kann nach erfolgreichem Studium übernommen werden. Das Masterstudium bereitet Führungskräfte optimal darauf vor, auf unterschiedlichste und zum Teil völlig neue Aufgaben zu reagieren und unter Zeitdruck kompetente Entscheidungen zu treffen. An der Deutschen Hochschule der Polizei trifft man auf Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern und bildet wichtige Netzwerke, untereinander sowie zwischen Wissenschaft und Berufsfeld. Für die Studierenden werden auch Apartments angeboten. Gerade wenn man schon Familie hat, sind eine gute Unterkunft und die Weiterbezahlung des Gehalts während des Studiums sehr wichtig. Das Studium hat mich sehr gut auf meine Aufgaben im Beruf vorbereitet. Bei entsprechendem Einsatz und Leistungswillen steht diese Möglichkeit allen Kolleginnen und Kollegen offen. Ich bin mit Leib und Seele Polizist und ein Beispiel dafür, welche Möglichkeiten unser Beruf bietet. Mit Fleiß und der richtigen Einstellung kann man es schaffen. Vom Polizeipraktikanten zum Leiter einer größeren Dienststelle.